So, einen wunderschönen herzlich willkommen zurück zu der krasse Let's Play. Sehr nice. So, wie viel Holz haben wir eigentlich gerade? Hatten wir letztens ein Holz? Doch, am Holz haben wir ein bisschen was. Müssten wir. So, mittlerweile wieder Tag. Sehr schön. Das ist ein Walking Zombie. So Walking Dead quasi. Wir essen ein bisschen was. Wobei, Potatoes können wir natürlich auch erstmal backen. Ein bisschen Gestein haben wir ja. Dann mache ich daraus mal einen Ofen. Den Ofen, den klatschen wir mal erstmal hier hin. Denn jetzt muss man ganz kurz gucken, wie war denn das? Das hier wollen wir. Das, genau, da braucht man gebackene Tomaten und normale Schüssel brauchen wir noch. Okay. Dann backen wir mal hiervon 4 Stück. 1, 2, 3, 4. Ja. Dann machen wir uns mal 4 Schüsseln. Was? 4 Schüsseln und dann 4 Gurken haben wir ja auch. Können wir unsere Nahrung mal nämlich ein bisschen effizienter einsetzen. Aha, so IP Ronnie ist also ja, Tutorial, you didn't complete your tutorial yet. Oh. Ja, wir können ja natürlich auch ein Tutorial machen. Build house somewhere that's at least not made out of blocks. You can find easily online. Oh. So, bekommen wir es besser lesen. Also, baue ein Haus mit mindestens der Größe 8x4x8 und baue es nicht aus Blöcken, die du leicht an der Map, auf der Map finden kannst. Also zum Beispiel Diamantblöcken, daraus ein Haus bauen, easy. Oh, lasse ein Staff-Member, wie sagt man das am dümmsten? Also Mitglied der Crew, also sowas wie so Moderator, Admin oder ähnliches, es begutachten und bekomme das Fast-Privileg. Du wirst dann in der Lage sein, für 12 Online-Stunden, also für 12 In-Game-Stunden, also 12 Minuten, weil eine Minute im Real Life ist im Spiel eine Stunde, für 12 Minuten wirst du dann in der Lage sein, oder du kannst dir dann ein Zeitfenster von 12 Minuten kaufen, wo du dann fliegen kannst. Ja. Ja. Wobei Fliegen jetzt nicht so geil ist, ne? Also da gibt es echt Besseres. Ach so, wir sollten natürlich auch mal Brennstoff reinpacken. Das wäre mal ganz interessant. Mit dem geht es vielleicht ein bisschen besser. So, dann holen wir uns mal direkt ein paar Bäume, weil wir haben nämlich kaum Blätter. Und ich könnte dafür natürlich auch die Kohle verschwenden. Da bin ich aber ein bisschen zu geizig für. Was haben wir denn hier drin? Hier haben wir auch noch Blätter drin. Sehr nice. Jetzt nicht so viele, aber vielleicht reicht's. Ah, der ist der Ofen schon aus. Hat genau nicht gereicht. Wir brauchen eine Axt. Ach, wir haben bereits eine Axt. Eine Steinaxt, sehr gut. Das ist natürlich. Wir brauchen erstmal eine Kiste hier drin. Das ist ja schlimm. Kiste. Du kommst mal dahin. Du kommst mal dahin. Du kommst da rein. Du kommst da rein. Du auch. Du sowieso. Du und. Schauen wir mal. Dankeschön. So, jetzt können wir das und das und das und das. Sehr geil. So. Wie viel bringt das? Oh. Wie erwartet, eine ganze Menge. Sehr nice. Äpfel. So, das kann auch alles jetzt mal rein. Wir brauchen noch eine Kiste. Ich will aber erstmal die Kiste hier abbauen. Bevor wir noch eine Kiste bauen. Das macht überhaupt keinen Sinn. Warum haben wir jetzt zweimal Gurke drin? Karotte. Lalalala. Ein Schmetterling. Ernsthaft? So. Dann können wir jetzt ein bisschen grob sortieren. Ich würde mal sagen, hier machen wir alles rein, was so mineral- oder blockmäßig abgebaut werden kann. Also du zum Beispiel kommst raus. Du kommst raus und du kommst raus. Das hier auch. Oh, ich bin voll.
Dann kommst du rein, du rein. Du rein, du rein, du rein. Du rein. Und dann kommst du jetzt. Du raus, du raus, du raus und du raus und du raus. Und du auch. Ja, du auch. So, dann haben wir hier so Rohstoffe und Geröll und so Scheiß. Und dann haben wir hier dann so anderen Stuff. Also sowas wie das hier oder das hier. Oder auch das hier. Oder auch ein Schmetterling, warum nicht? Immer wenn wir die Kiste aufmachen, kommt erstmal ein Schmetterling rausgeflogen. Das wäre geil. Und dann brauchen wir jetzt noch eine Kiste. Für Nahrung etc. pp. Wir haben echt wenig Holz. Das muss mal so gesagt werden. So, wir brauchen auch Stahl, by the way. Für ein Schlösslein. Perfekt. So, und hier machen wir jetzt unsere ganze Nahrung rein. Also das alles hier. Nein, das wollte ich. Dankeschön. Ja, Gräser und so können eigentlich. Schmeiß ich hier mit rein, ganz ehrlich. Fuck. So. Ja, Eier auch. Gut, schön. Und schon noch was bisschen mehr aufgeräumter hier. So, wir brauchen eine Spitzhacke. Eine Axt, meine ich doch. Dann nehmen wir mal ein bisschen Eisen, weil unsere komische Steinspitzhacke wird das nicht so lange halten. Davon gehe ich mal fest aus. So. Oh, es hat Eis hinzu. Es wird kalt. So, genau. Bauen wir hier direkt hier ein bisschen noch ein bisschen Holz ab. So zum Beispiel. Ach ja. Die Woodcutting-Mod gibt es ja gar nicht. Sehr schade. Okay. Das heißt, warum immer nur die unter das Block hier abbauen? Ist ja geil. Das ist nicht schlecht. Leider bekommen wir auf die Art und Weise keine Blätter. Das ist natürlich ein bisschen schade. Ich kann die echt einsammeln, ist das süß. Boah, Alter, wie viele Schmetterlinge sind denn hier bitte? Lalalala. Heute Sonnenangebot. Guck mal, wie viele Schmetterlinge hier sind. Ist das normal? Also, ich weiß die Antwort. Nein, es ist nicht normal. Warum sind hier so viele Schmetterlinge? Alles meine. Oh. Auch sehr schön. Wie geil ist das bitte? Warum sind hier so viele Schmetterlinge? Vor allem nur bei dem Gebiet. Ach, kann es sein, dass die bei den Blumen hier spawnen? Ist das möglich? Aber trotzdem doch nicht so viele, oder? Bei Vanilla Mindtest? Da gibt es ja auch diese, sag schon, Schmetterlinge. Aber das bei weitem nicht so viele. Da hast du vielleicht mal alle 300 Meter eins oder sowas, aber doch nicht hier alle 300 Meter 300. Ist ja verrückt. Wir haben so viele, wie könnten die Dinger verkaufen? Schon süß. Gab es nicht vier Farben? Und wir haben hier nur drei Farben von denen. Oh, guck mal hinten. Da hat jemand was gebaut. Was er gebaut hat, sehen wir leider nicht, aufgrund der beengten Sichtweite. Müssen wir ein bisschen mehr rangehen. Da ist ein Gard. Ein Legardium Leviosa. Okay, gehen wir mal wieder ein bisschen zurück hier. Genug Schmetterlinge gesammelt. Überall Schmetterlinge. Runter von meinem Rasen. Ein bisschen Kohle. Brauchen wir nicht. Haben wir mittlerweile mehr als genug. So, weg da. Weg da.
So. Okay. Da finde ich mal eine Ausbeute. Du? Da. So. Wie viel waren es immer? 9, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sehr geil. Wir brauchen hier noch übrigens noch eine Tür. Ist ja schlimm hier. Das Ding kann auch weg. Das war ja nur unser Notversteck. Geht einem zum Glück überhaupt nicht auf den Sack. So, die Schmetterlinge kommen wir hier in die Schmetterlingkiste. Machen wir hier so ein bisschen extra. Level up. So. Wobei, wir lassen das mal noch dran, solange bis unser Haus mal komplett fertig ist. So, die Treppe haben wir schon wieder eingepflanzt. Sehr schön. Kommen jetzt hier die drei Bäume weg. Da ist er. Ist ganz schön laut, ne? Mit den Bäumdingern da, wenn die Bäume da runterfallen, da kriegst du ja. Oh, Alter. Holy shit. Einer reicht. Da waren zwar zwei Bäume, das heißt aber nicht, dass da wieder zwei Bäume hin müssen. Wächst da Gras im Eis? Was ist das? Okay, sieht ja interessant aus. Sieht ja nice aus. Sehr schön. Sehr hübsch das Ganze. So, jetzt sollen wir auch langsam mal ein bisschen genug Holz haben. Schön so Häuslein. Bin ich ja schwer von überzeugt. Ein Schark. Ja, wo bist du denn? Nein. Kommt der? Ja, er kommt. Komm her, komm her. Ich kenne deine Mutter. Was? Digga, wer kann der angreifen? Kommst jetzt mal her? Flüchten ist nicht. Bist du schon fast tot? Danke. Oh, wir haben Mehl bekommen. Nice. Moin. Oh, Mini-Minaut ist on. Ein paar bekannte Gesichter. Runter von meinem Rasen! Kann ich den angreifen? Wobei, die bringen ja nicht viel, ne? Die bringen ja. Äpfel oder sowas bekommt man von dir, glaube ich. Du, was steht jetzt hier? Ich will dir eine Versicherung verkaufen. Ah, sag ich doch. Bloß Äpfel. Keine Rüstung, kein nichts, kein gar nichts. Also die Sachen, die die bei sich tragen, bekommt man leider nicht. Was natürlich schade ist. Ja. Aber dem ist halt so. Schöner Baum, by the way. Siehst du, wir können mal hier mal ein paar Äpfel klauen und mal gucken, ob die Äpfel hier auch nachwachsen. Weil bei My Test Game, My Test Game, bei Vanilla My Test ist es ja mittlerweile so, dass die Äpfel immer nachwachsen.
Der hätte mal einen schönen Apfelvorrat. Leider gibt es ja keine Bratäpfel. Ist ein Feature, was wirklich fehlt. Ja? Eine Welt ohne Bratäpfel ist keine Welt. Da kannst du mir erzählen, was du möchtest. Ja? Das geht nicht. Man muss Äpfel braten können. Das ist einfach ein Grundgesetz. Ja? Das ist ein Menschenrecht. Finde ich. So, Mese kommt in unsere Ramschkiste. Gut, mit zwei Mesefragmenten können wir jetzt nicht so viel anfangen, aber es reicht zumindest schon mal, um unsere Miete zu bezahlen. So, jetzt kann ich da nicht mehr weg. So, müssen wir uns mal überlegen, wie wir jetzt unser Haus hier weiterbauen. Ich würde gerne ein bisschen, bisschen mehr in die Breite bauen. Es sieht halt so ultra beengt aus. Was macht die Katze hier? Wie hoch die Tiere auch springen können. Ne? Ist es ja schon letztens aufgefallen, als wir gegen die Monster da, als die Monster da auch einfach rübergesprungen sind, wie als wenn die zwei Blöcke nichts wären. Scheiße, wenn die Sonne geht gerade runter. Das ist natürlich nicht so geil. Ja, ich würde gerne meine Haut noch ein bisschen. So zwei mehr in die Breite, würde ich sagen, geht auf jeden Fall. Machen wir noch so hier. So hier, dann du weg. Du weg. Siehst du, Fackel können wir auch nicht da aufstellen. Ja, sieht doch gut aus. So, du kommst weg. Das wird mir nicht zu lang. Das muss schneller gehen. So. Steine. So, dann kommt man nach da oben. Jetzt würde ich. Wir haben. Bauen wir unser Hauseingang auf die Seite oder auf die Seite da hinten? Ich würde fast sagen auf die Seite hier, ne? Sind natürlich jetzt die Kisten super im Weg, also wirklich perfekt im Weg. Das ist natürlich ein Grund zu sterben. Scheiße. Ach komm, ich mach's einfach. Erstmal einfach hier alles rein, was hier nicht nied- und nagelfest ist. So, du da rein, du. Nein, das war doch. Das war du da. Du kommst du da mit rein. Du kommst da mit rein, dann kommst du wieder raus. Du kommst da mit rein. So. Mal die Schnauze halten. So, jetzt bauen wir dich mal ab hier. Die Kiste erstmal hier hinten hin. Bei dieser wunderschönen Rose. So, dann können wir die. Einfach ruhig die Kisten ab. Siehst du bei der ganzen Wolle, die wir haben? Wir können wir mittlerweile ein paar, Rucksäcke bauen. Wie viel? Wir brauchen pro Rucksack 120 Wolle, ne? Oder was 160? Weiß ich gar nicht mehr. So. So. Euch wollte ich da ein bisschen extra haben hier. So ungefähr so. Bam. Können wir hier, also wir brauchen unsere Spitzhacke wieder, unsere Materialien.
So. Du kommst weg, du auch. Und dann können wir jetzt hier unsere Türen bauen. Und zwar würde ich die gerne innen bauen. So. Finde ich optisch einfach schöner. Okay, dann bauen wir mit dem restlichen Holz, was wir haben, unser Haus fertig. Fertig. Yay! Holz. Da haben wir Holz, da haben wir Holz. Sehr gut. Fenster überlegen wir uns später, wie wir die machen. Je nachdem, wie wir die Innengestaltung, also die Raumbelegung hier belegen. So. Die Frage ist, wie hoch können Monster eigentlich springen? Ha? Schaffen die jetzt auch drei Blöcke zu springen oder schaffen sie nur so zwei Blöcke zu springen? Das ist schon wieder so ein Fisch. Ah ne, ist ein Kugelfisch, ne? Habe Angst. Alter, macht der Damage. Holy shit. Wo ist denn der hin? Hallo? Einfach weg? Ja, nice. Einfach weg. Interessant. So, wir können hier übrigens noch ein bisschen Holz draufbauen jetzt. Ihr könnt weg. Wobei, warte mal ganz kurz, kann ich eigentlich gleich. Scheiße. Die Chance nutzen, hier ein bisschen Holz drauf zu klatschen. So. Da kommst du weg, du kommst dahin. Du kommst weg. Du kommst weg. So, ist natürlich super dunkel, macht aber nichts. Weil, wo Schatten ist, gibt es auch Licht. Oder andersrum. So ungefähr. Voilà. So, ich würde mal sagen, da wir jetzt hier schon die Kisten haben, der Ofen kommt mal weg und kommt stattdessen mal hier so hin. So ungefähr. Können wir. Ja, gut. Okay. Achso, ja. Also, Tipp. Monster droppen random, zufällig Heilungstränke und Orbs, wie auch immer man Orbs ein bisschen übersetzt, mit verschiedensten Effekten. Ein paar Effekte kenne ich sogar, zum Beispiel, dass man mehr Damage macht, weniger Damage bekommt und sowas halt. Ja, genau. So, hier bauen wir jetzt so ein kleines Räumchen hin. Ich würde hier drinne keinen Steinsockel benutzen, sondern direkt Holz, also ungefähr so hier. Ne, so Steinsockel nur so für die Außenmauer. So, dann können wir das hier so ein bisschen so abheben. Aber hier so kein. Brauchen mehr Holz. Da wollte ich hin. Danke. So, haben wir hier so kleine, ne, so unsere kleine so Nische so. Dann. Voll der aggressiven Viecher hier. Das hier lasse ich so offen. Ich würde aber gerne hier noch so einen kleinen Raum machen. Zum Beispiel so einen Schlafraum. Aber hier so einen kleinen Schlafraum, hier so Wohnstube und alles drum und dran. Hier ist unsere kleine Schlafnische. Wir brauchen noch zwei Türen. Das hat nicht so gut funktioniert. Ah, okay, sowas. So. Mache ich die jetzt so?
Ja, doch, mache ich. So, dann brauchen wir noch ein bisschen Clean Stone. Ein bisschen Brennstoff. Blätter haben wir leider keins, das heißt, wir müssen doch unsere gute Kohle verwenden. Schade, ist halt so. Kohle da rein. Ziegel machen wir erstmal. Ach komm. Immer das machen. Immer das machen. So, da kommt noch ein Holz hin. Sehr gut. Dann können wir nämlich hier unten den Boden austauschen, wisst ihr? Wobei, ich würde hier auch ungern. Lassen wir hier den Stein oder machen wir da was anderes hin? Wir gucken mal, was gibt es denn hier so für Bricks zum Beispiel? Oha, okay, gibt es ein paar. Okay. Glow Obsidian. Ist mir allerdings fast schon zu dunkel. Ich würde eher sowas hier benutzen, ne? Sandstein. Da machen wir uns mal in der nächsten Folge mal ein bisschen auf die Suche nach einer Wüste, sobald es wieder hell ist. Und dann können wir ein bisschen Sandstein abbauen. Auch mal ein bisschen Nahrung hier gerade. Verhungern wir. Warum war das gerade nur auf dem rechten Ohr zu hören? Interessant. Dann brauche ich eigentlich Clean Stone auch jetzt gerade gar nicht verlegen. Dann war die Aktion also schon mal relativ unnötig. Aber vielleicht brauchen wir später noch mal Clean Stone, wer weiß. Und für den Boden suchen wir uns Sandstein. Aber wie gesagt, das ist der nächste Folge. Für diese Folge erstmal Feierabend. Erstmal Feierabend. Okay. Gutchen.